Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, und zwar den Jean-Marie. Er ist Lehrer in Hamburg und nicht irgendein Lehrer, sondern er kämpft so ein bisschen wie Don Quixote gegen das finanzielle Bildungswesen an, beziehungsweise er kämpft für das finanzielle Bildungswesen, so müsste ich es eigentlich richtig sagen. Er vermittelt das Aktienwissen, so wie auch ich, aber eben an die ganz junge Generation, bringt da sehr viel Eigeninitiative mit, ist auch schon mit vielen großen Blogger-Bekanntheiten in Berührung gekommen, auch als Organisator. Kannst du dann auch noch gerne etwas dazu erzählen? Und dann würde ich sagen, Vorhang auf und stell dich mal bitte vor. Ja, hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin der Jean-Marie Schwarzkopf. Ich bin Lehrer am Gymnasium Eppendorf hier in Hamburg und ich unterrichte die Fächer Wirtschaft, Recht, Geografie und PGW. Die finanzielle Bildung ist ja mein Herzensthema und das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Und vor 3 Jahren haben wir gemeinsam mit den Schülern die Börsenclub AG in unserer Schule gegründet. Und das Ziel ist es, hier eine Plattform aufzubauen, wo die Schüler die Möglichkeit haben, eben mit Experten in Berührung zu kommen, in den Austausch zu kommen, um sich fachliches Wissen anzueignen, um sich dann aber auch Entscheidungen zu treffen, dann um Aktien kaufen zu können, mit dem Thema Sparen und Investieren. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Die Schulleitung supportet das Ganze auch und das Thema finanzielle Bildung ist an unserer Schule, wird jetzt immer größer und auch das Thema Wirtschaft. Das ist wirklich eine schöne Sache. Da fallen mir jetzt gleich so viele Fragen ein, aber am besten gehen wir mal ganz zum Anfang. Und zwar, seit 8 Jahren unterrichtest du und du warst selbst vorher auch schon Aktionär und bist dann an die Schule gekommen und hast dann da irgendwie gemerkt, dass da was fehlt oder wie ist der Stein ins Rollen gekommen bei dir? Genau, also ich bin jetzt auch schon seit 2006, 2007 habe ich dann angefangen schon zu investieren. Das heißt, ich bin voll auch in die Finanzkrise reingerutscht. Das heißt, ich durfte dann auch mal selber miterleben, wenn Aktien 50, 60% verlieren. Als Student Und warst du Lehramtsstudent? genau, als Student war das dann der Fall. Kurz noch als Schüler und dann ging es genau in diese Phase dann ins Studium dann rein. Und ja, das war immer ganz spannend, auch mal die Emotionen mitzubekommen. Wie fühlt man sich dann eigentlich, wenn man plötzlich aus 1000 Euro nur 400 Euro dann draufstehen? Also Und das ganze BAföG verzockt, oder? ja, so kann man es jetzt nicht sagen, aber es war deutlich weniger Vermögen dann, dann draufgestanden. Ja. Und da ist einem schon so ein bisschen das Herz mal in die Hose gerutscht, wo man gedacht, das ist ein Risiko einfach. Und ich habe dann auch gesagt, ich sitze jetzt einfach mal aus, weil ich auch an das Unternehmen geglaubt habe, was ich da gekauft hatte. Und das hat sich soweit auch bewährt und die Aktie ist dann auch wieder schön nach oben hinaufgewandert. Und insgesamt hat das Thema mich schon immer so weit berührt. Ich hatte damals in der Schule schon tolle Lehrer gehabt. Ich war im Wirtschaftsgymnasium in Bayern und da haben wir damals schon mit Börsenplanspielen angefangen. Und das war für mich auch das Thema gewesen, dass wenn ich Lehrer bin, möchte ich auch als Wirtschaftslehrer, dass die Schüler mit dem Börsenplanspiel oder generell mit Planspielen in Berührung kommen und durch das spielerische Lernen eben herausfinden, was ist überhaupt eine Aktie, kaufe ich die, verkaufe ich die und ist das alles Hokuspokus oder ist da auch wirklich langfristiges Investment möglich? Und Also es gibt doch ein paar Inseln im Bildungsbereich, also Stichwort Börsenplanspiel, wenn ich es richtig gesagt habe, wo dann doch ein bisschen Wissensvermittlung stattfindet. Eins wollte ich noch fragen, und zwar, du hast nicht verraten, welche Aktie das war, die dann doch noch den Bogen gekriegt hat. Ich hab damals im Focus Money, kurze Werbung hier, hatte ich die, also da war ja die Immobilienblase dann ja da gewesen. Ich hatte mich damals für 3 Aktien entschieden. Es waren Immobilienaktien gewesen und unter anderem war es die Tag Immobilienaktie. Und die hat dann brav auch immer 5% ausgeschüttet an Dividende. Das heißt, bei 1000 Euro gab es dann auch 50 Euro an Dividende und die haben auch brav ihre Dividende auch so weit gesteigert und das war kein schlechtes Pferd in der Zeit dann, also trotz der 60% Verlust. Also ich hatte damals, ich glaube, so 111 Aktien gekauft zu A 9 Euro und die sind dann abgeschmiert, glaube ich, auf 4 Euro oder so und dann sind die auch wieder gut gekommen. Ich glaube, die stehen heute bei 20 oder so. Ja, das sind so die ersten Erfahrungen. Das ist ein Wechselbad der Gefühle sozusagen. Ich glaube, da geben dann schon viele auf, aber einige kommen halt durch und wenn es ganz gut klappt, tragen sie das Wissen weiter und ihren Erfahrungsschatz. Genau. Ja, genau. Also du hast dann die ersten Aktien gekauft, du hast dann noch die Kurve gekriegt, du hast schon ein bisschen Wissensvermittlung bekommen, auch aus deinem Schülerwerdegang, das finde ich nicht schlecht. Dann hast du
studiert und als du dann in die Schule gekommen bist, da hast du dann sofort angefangen, dich zu engagieren oder erstmal ein bisschen dich da anfreunden lassen? Ja, also was ich zum Beispiel schon mal ganz spannend fand damals, im Referendariat hattest du ja schon die Möglichkeit gehabt, so eine vermögenswirksame Leistung zu bekommen. Ich weiß nicht, sagt ihr auch bestimmt was. Und viele haben ja dann angefangen so mit dem Bausparvertrag. Und ich dachte, ja, was will ich denn mit dem Bausparvertrag? Ich fange doch gleich mit ETFs an und habe mich da reingefuchst und habe dann gleich mit dem ETF angefangen. Das war 2014 um den Dreh und habe dann schon gemerkt, dass viele meiner Kommilitonen oder viele, die im Referendariat auch mit mir Wirtschaft studiert hatten, dass sie da gar nicht so ein Thema drin waren oder gar keine Lust hatten, da langfristig schon an die Börse so weit zu gehen. Mhm. Und 2015 bin ich dann ans Gymnasium Eppendorf gekommen in Hamburg. Und es ist zum Beispiel so, dass in allen Bundesländern die Möglichkeit besteht, dass man über die Sparkasse beim Börsenplanspiel dran teilnehmen kann. Und ich dachte, ja gut, als junger Lehrer möchte ich da einen neuen Zug reinbringen, dass wir da ein bisschen mal was lernen. Mhm. Und dann bin ich, in Hamburg gibt es ja die HASPA und an die bin ich dann gegangen und habe gemeint, wo ist denn eigentlich das Börsenplanspiel, wird es hier gar nicht angeboten. Und dann haben die gemeint, nö, das ist uns zu teuer, wir haben gar keine Lust. Und man kann es überall spielen, außer in Hamburg, weil die sagen, es ist uns zu teuer einfach nicht, das gibt es doch gar nicht. Und dann habe ich geguckt nach Alternativen und bei der FAZ zum Beispiel gibt es auch ein Börsenplanspiel. Und da haben wir damals mit so 30, 40 Schülern angefangen, wo man eben die Möglichkeit hat, mit 50.000 Euro maximal 10.000 Euro in Aktien, ETFs und Aktienfonds zu investieren. Und das Schöne ist, bei unserem Börsenplanspiel, was wir dann damals initiiert haben, haben wir auch einen längeren Zeitraum genommen. Die Sparkasse macht es ja häufig über 2 Monate. Das ist ein relativ überschaubarer Zeitraum und wir machen das jetzt mit der FAZ oder in Verbindung mit der Sparkasse Holstein. Das ist gerade unser neuer Kooperationspartner. Machen wir jetzt mit der FAZ das so ein Dreivierteljahr. Und das macht riesen viel Spaß. Wir haben jetzt schon über 100 Schüler, die regelmäßig dran teilnehmen von unseren 800. Und die kommen halt immer auf mich zu und sagen, ach, Herr Schwarzkopf, ich habe da die Aktie, haben Sie das schon gehört? Die Xiaomi-Aktie ist gestiegen und gefallen und dann ist das passiert und Tesla ist das beste Pferd. Und das macht einfach so viel Spaß auf dem Schulhof, sich mit den Schülern auszutauschen, wenn die dann mal ihre Aktien checken und so. Und das macht halt immer super viel Spaß dann auch. Ne? Das stelle ich mir sehr interessant vor, wäre für mich ein total ungewöhnliches Bild. Bei uns auf dem Schulhof hat es natürlich noch ein bisschen anders ausgesehen. Ich bin ja auch schon etwas älter. Ja, aber wie ist es jetzt so, wenn zum Beispiel die Kurse einbrechen von irgendeiner Aktie? Ja? Wenn es jetzt bei Tesla zum Beispiel mal um gut zweistellig runterging, rennen dann die Schüler zu dir und fragen, was da los ist? Oder rennen die Schüler immer zu dir, wollen Aktientipps haben? Ja, also man merkt schon, also es gibt ja den Fear and Greed Index ja von CNN und ich fühle mich dann auch manchmal so, wenn so ein Hype dann losgeht, also ganz besonders fand ich ja den Hype bei Bitcoin, als der ja 2017 so angestiegen ist, kamen dann schon viele auf mich zu meinen, ah, du kennst dich doch aus mit Bitcoin und Kryptowährungen, erzähl doch mal. Und es ist schon so, wenn was nach oben steigt oder stark nach unten fällt, dann kommen schon Lehrer, Schüler schon auf mich zu und fragen, ja, wie hast du es denn jetzt gemacht, wie schaut es denn bei dir aus? Und da kommt man immer ganz gut ins Gespräch und kann dann auch nochmal schauen, wo stehen die Schüler, welches Wissen ist denn da schon da. Und das ist natürlich dann auch immer ganz spannend, weil das ja auch mein Hobby ja ist. Und da kann man sich dann mit denen immer schön austauschen dann, ja. Also ich möchte jetzt mal so ein bisschen ins Praktische reingehen, weil ich das sehr interessant finde. Also es sind ja Schüler, da muss jetzt die erste Frage, können jetzt von Olaf Scholz kommen oder von irgendeinem Roten oder wie auch immer, woher haben die denn das Geld zu investieren? Pumpen die dann ihre Ja? Also bei uns ist schon so, dass wir, also das läuft alles, was wir gerade besprochen haben, läuft über das Börsenplanspiel. Also es ist so, dass wir immer im September, Oktober beginnen und dann läuft es eben ein Dreivierteljahr. Das geht dann bis Mai, Juni und die Schüler dürfen dann eben kostenfrei so wann dran teilnehmen. Und da mache ich dann immer für Werbung und die Schüler bekommen dann eben 50.000, ich sage dann immer so, ihr bekommt jetzt 50.000 Euro überwiesen. Ja, echt, voll cool. Ist das ihr Geld oder wie läuft das dann? Sag ich, ja klar, als Lehrer zahle ich das dann immer so aus der Portokasse, ganz klar. Ja, wissen wir ja, dass du gut verdient, ja. Ja, klar. Und dann freuen die sich natürlich immer, wenn die dann 50.000 Euro bekommen und dann locken die sich dann da ein und dann geht es dann eigentlich relativ schnell los und das ist natürlich das virtuelle Geld. Es gibt aber auch einzelne Schüler, die schon entweder ein Juniorkonto über die Eltern oder dann generell mit der Einverständniserklärung der Eltern über deren Namen dann schon anfangen zu kaufen. Das sind eher die Schüler, die halt 16, eher 17 sind, kurz bevor sie 18 sind und fangen dann schon an mit kleinen ETF-Sparplänen und so weiter. Und das ist halt einfach eine coole Sache. Man merkt einfach, dass man was erreicht. Man merkt einfach, das kommt gut an. Und die Schüler machen sich Gedanken jetzt schon mit dem Thema Zinseszins, mit dem Thema Vermögensaufbau. Und das finde ich einfach schön,
wenn die ersten Schüler anfangen, schon mal mit 25 Euro im Monat zu starten, machen manchmal vielleicht zum Beispiel diesen Babysitter oder sie machen Nachhilfen, dann sage ich, fang doch mal an, schon mal das Geld zu sparen. Und das machen die schon sehr, sehr gut. Und das freut mich richtig, wenn ich das dann immer mitbekomme. Ja, das ist klasse. Ja, das hatte ich am Anfang nicht ganz verstanden, dass es insbesondere über dieses Börsenplanspiel läuft. Also meistens ist es sozusagen Monopoly-Geld. Ja. Also mehr Geld im positiven Sinne, ich sag's mal so. Okay. Und du hast kurz schon deine Kollegen erwähnt. Für die bist du auch Anlaufstelle in Sachen Investieren. Ja? Ja, wir haben ja die Börsenclub AG gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen das ja nicht. Also es soll ja wirklich so sein. Wir haben ja ganz im Kleinen erst angefangen fürs Gymnasium Eppendorf. Und haben wir gesagt, das ist ja nicht Sinn und Zweck, das nur für eine begrenzte Gruppe zu machen, sondern wir wollen uns ja öffnen. Und dann gehören natürlich die Lehrer, die Eltern dazu. Und wir machen natürlich auch Werbung, dass wir auch an andere Schulen kommen, dass die eben Interesse haben, sich damit auch auszutauschen. Und auch Lehrer kommen auf mich zu und fragen mich dann, was kannst du denn für einen Broker empfehlen oder was kannst du denn für Aktien empfehlen? Und es fängt erstmal wirklich klein an, ganz in Ruhe mit einem ETF-Sparplan. Und dann werden die Leute relativ, wie soll ich sagen, die gewöhnen sich einfach dran an diese Kursschwankungen. Na, das sagt ja der Albert auch ja immer, der Finanzvisier. Man muss erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie fühlt sich das an, wenn man 100 Euro investiert und die steigen. Es steigt um 1% oder es fällt um 1% der ETF. Und es geht wirklich darum, dass, wie soll ich sagen, dass man ein Vorbild ist, dass man den Leuten eben zeigt, dass es eben kein Hokuspokus ist, sondern dass es natürlich ein Risiko ist. Aber um eine Rendite zu bekommen, muss man natürlich leider auch ein Risiko eingehen, gerade in der jetzigen Zeit mit dem niedrigen Leitzins. Und da geht es mir einfach nur darum, wie soll ich sagen, so ein Vorbild zu sein, dass man eben sagt, bleib mal dran, bleib diszipliniert, gib nicht gleich auf und spür erst mal nicht hinein, wie fühlst du dich denn überhaupt, ist es für dich überhaupt in Ordnung dann auch? Sind vielleicht auch Fragen der Nachhaltigkeit, wenn es an SGI geht, möchte ich überhaupt bestimmte Unternehmen auch investieren? Und dann fangen die Leute wirklich an, sich Gedanken zu machen, auch als Konsument und so. Und das ist total cool. Und ich fange aber erst immer ganz klein eben mit einem ETF an. Und man merkt bei den Lehrern häufig dann so, das ist ganz interessant mit dem ETF, aber da geht doch noch mehr. Und das Mehr ist dann immer so das Spannende. Und dann das sind dann die spannenden Gespräche dann auch, ja. Also deine missionarische Tätigkeit beschränkt sich nicht auf wenige Klassenzimmer, sondern du gehst schon weiter. Das heißt, du bist auch Ansprechpartner für andere Lehrer in anderen Schulen. Und ich hatte es schon angedeutet, du stehst auch mit dem ein oder anderen Finanzblogger in Kontakt und hast da schon auch einige größere Dinge organisiert. Lass doch mal so ein paar B-Promi-Namen fallen aus der Finanzszene und sag doch mal, was du da schon alles schon gemacht hast. Ja, es war also, wir haben ja im Kleinen so angefangen. Ich habe ja so die ersten Expertenvorträge selber gemacht und ich dachte, es wäre doch vielleicht ganz cool, mal bei YouTuber anzufragen. Und 2019 hatten wir das dann gemacht. Da hatten wir den Christian Thiel bei uns gehabt, der ja auch das Buch geschrieben hat, Schatz, ich habe den Index geschlagen. Der hat uns ganz viele Tipps gegeben, wie man eben den Markt outperformen kann. Und ganz besonders stolz bin ich auf den Zeitpunkt als 2019, das war im November, war ja der Thomas Kehl von Finanzfluss da, Thomas der Sparkoyote und Tim Schärfer. Und da haben wir zu viert eine gemeinsame Podiumsdiskussion gemacht zum Thema Q&A, Fragen und Antworten der Schülerinnen und Schüler. Wie steige ich denn ein mit dem Thema Aktien und ETFs? Und das Video ist super gut viral gegangen und dankt natürlich auch Thomas vom Finanzfluss seines tollen YouTube-Kanals und da haben wir jetzt schon über 300.000 Klicks und das ist sehr, sehr gut angekommen. Das macht so viel Spaß. Und wenn man da in die Kommentare reinschaut, dann, Mensch, voll cool, das gab es an unserer Schule nicht und das wäre eine coole Sache und meine Güte, das muss man doch mehr supporten. Und das ist halt auch das, was ich eben so schön finde, dass man auf YouTuber zugeht, auf Blogger zugeht und die auch wirklich sagen, hey Mensch, das ist ja cool, dass da jemand die Türen und Tore öffnet an einem Gymnasium und sagt, Mensch, wir wollen auch die finanzielle Bildung extern auch reinholen, weil ich kann ja nicht immer alles, ich kann auch vieles erzählen, aber es ist auch mal schön, wenn die Motivation von außen dazukommt und das ist so toll einfach und das bereichert einfach auch die Schule mit diesen Expertengesprächen und die Schüler sind da so dankbar dafür, um da auch was lernen zu können. Mhm. Also auf der einen Seite hat man das Gefühl, dass du kaum Widerstände hast, das wollte ich sowieso noch fragen. es ist drängt sich aus meiner Sicht einfach auf, weil es kein Alltag ist, dass jemand sowas macht, wie du es tust. Was im Prinzip auch bestätigt wurde durch das Letzte, was du gesagt hast. Du bist dann auf Finanzblogger zugegangen, also auf mich ja unter anderem auch.
Und dann hast du offene Türen eingerannt, einfach weil es so was Besonderes ist. Ja, wenn, ja. Wenn wir jetzt jeden dritten Tag als Finanzblogger, sage ich mal, so eine Anfrage kriegen würden, dann hätten wir ja auch irgendwann keine Lust mehr, das zu tun. Aber es ist ja ganz offensichtlich nicht der Fall. Also auf dieser Seite, auf der anderen Seite hat es sich jetzt irgendwie schon angehört, so ein bisschen wie, also du bist sehr engagiert, aber dass dir da jetzt auch keiner Steine oder so in den Weg gelegt hat. Ja. Das ist jetzt, wie kann das sein, frage ich mich da, dass auf der einen Seite doch im Bildungsbereich die Türen scheinbar offen stehen, also man muss sie einfach nur aufmachen, aber so wenig schreiten durch, also jetzt von Seiten der Lehrerschaft. Wie schätzt du das ein? Ja, es ist schon so, dass ich natürlich auch Hürden hatte. Also am Anfang war es dann schon so, wenn ich das Thema, wir haben ja verschiedene AGs, wir haben zum Beispiel Hege for Future AG, ja, da geht es wirklich darum, diesen nachhaltigen grünen Gedanken weiterzugehen. Wir haben den Aspekt Hege Helping Hands, wo es darum geht, den sozialen Aspekt weiterzubringen. Und ich dachte mir, Mensch, cool, da bringen wir noch die Wirtschaft mit rein, dann haben wir doch den Bogen gespannt zum Thema Nachhaltigkeit, wirklich Wirtschaft, Sozial und die Ökologie. Und man hat schon auch gemerkt, dass es Widerstände gegeben hat, wo man gesagt hat, auch bei der Schulleitung, ist das so gut mit Aktien? Wollen wir denn die Leute Raubtierkapitalismus, was dann auch mal so fällt, ja, böse Unternehmen wie Royal Dutch Shell oder British American Tobacco, wollen wir die unterstützen? Wollen wir, dass das an die Schüler herangetragen wird? Und wir haben uns, ich habe mich unter anderem mit der Schulleitung ausgetauscht und die haben dann ganz klar gesagt, wir wollen das, wir wollen die finanzielle Bildung vorantreiben und wir wollen, dass das fachliche Wissen vermittelt wird, dass wirklich die kritische Analysefähigkeit vermittelt wird und eine Urteilsfähigkeit vermittelt wird, was die Schüler sich wirklich Gedanken machen sollen als mündige Bürger. Mensch, möchte ich in dieses Unternehmen investieren oder in dieses? Und sich wirklich bewusst Gedanken machen und das dann auch kritisch hinterfragen. Das ist ja der wichtige Punkt, dass man hier eben nicht sagt, jede Aktie ist gut, jede ETF ist gut, sondern man soll sich auch wirklich die Frage stellen, passt es oder passt es so nicht? Und es ist nicht ganz so einfach, also wie soll ich sagen, man muss schon auch dafür brennen und muss einfach auch die Leidenschaft damit reinbringen. Und für mich ist es einfach so ein Herzensthema und deswegen stehe ich ständig in Kontakt mit meinen Schülern. Aber ich habe das zum Beispiel auch vor dem Elternrat auch vorgestellt, weil ich auch wissen wollte, wie stehen die denn eigentlich dazu? Und die fanden das ganz cool und ganz prima, dass man wirklich den Schülern von klein auf schon ab 15, 16 eben die Tipps gibt und das Werkzeug einfach mit an die Hand gibt. Und das heißt, ich bin einfach vorgegangen, ich habe die Schüler gefragt, ich habe die Lehrer gefragt, ich habe die Eltern gefragt, ich habe die Schüler gefragt. Und da gab es dann eben Konsens, dass man gesagt hat, ja, wir wollen das gemeinsam, wir unterstützen das. Und dann war im Prinzip die Basis gelegt, dass man wirklich dann den nächsten Step gehen kann. Und genau. Und bei uns zum Beispiel ist ja auch so in Wirtschaft, wir haben jetzt auch, das ist ja auch nicht Usus, dass es Wirtschaft überall in Hamburg gibt zum Beispiel oder auch ganz in allen Bundesländern. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in diesem Jahr jetzt erst auch die finanzielle Bildung im Lehrplan bei uns verankert. In Hamburg ist Wirtschaft dezentral, das heißt, die Schulen dürfen selber entscheiden, welches Wissen dort vermittelt wird. Im anderen haben wir jetzt 12 Stunden verankert, in Jahrgangsstufe 10 eben die finanzielle Bildung mit reinzubringen, das heißt Konsum, Kredit und das magische Dreieck der Vermögensbildung. Und da bin ich wirklich sehr stolz drauf, dass wir gemeinsam da an einem Seil gezogen haben, in Verbindung auch mit der Fachleitung, dass wir gesagt haben, wir wollen das initiieren, wir finden das gut und wir wollen das weiter voranbringen. 12 Stunden Schuljahr oder 12 Stunden die Woche? Also es sind 12 Stunden von diesem gesamten Lehrplan soweit. Wirtschaft wird bei uns im Jahrgang 10 dreistündig unterrichtet. Und es wären dann in dem Beispiel 4 Wochen, die dann mit dem Thema Vermögensbildung sich dann auseinandersetzen. Finanzielle Bildung dann, genau. Okay. Ja. Und das alles, was du jetzt machst, also es wurde abgesegnet, soweit habe ich es verstanden. Aber heißt es dann, dass es Arbeitszeit ist oder dass es in erster Linie deine private Freizeit ist, die du dafür opferst? Also eins oder zwei. Also in Hamburg gibt es da eine Besonderheit, die haben ja hier. Ja, also die haben hier in Hamburg das sogenannte Arbeitszeitmodell eingeführt und hat versucht zu gucken, wie viele Stunden arbeiten Lehrer und versucht es über so eine Art Währung zu vergüten. Und in dem Beispiel gibt es die sogenannte Wattseinheit. Und in dem Fall ist es bei mir so, dass ich da eine Watts dafür bekomme in der Woche. Das heißt, dass ich eine kleine Vergütung bekomme, aber die jetzt, wie soll ich sagen, mit dem Aufwand, den ich da betreibe, das heißt mit dem Schreiben, mit dem Kommunizieren, und so weiter. Und auch die regelmäßige Abhaltung der Börsenclub AG. Wir treffen uns ja einmal im Monat mit dem Thema, dass wir uns da gemeinsam hinsetzen und dieses Netzwerk aufziehen.
ist es schon ein Hobby, das aber leicht vergütet wird, aber nicht in dem Maße, wie ich sagen würde, jetzt in der freien Wirtschaft oder so. Das ist nicht. Okay. Ich werde auch nicht so vergütet wie in der freien Wirtschaft. Jedenfalls nicht wie ein Fondsmanager. Okay. Was mich auch noch interessieren würde, ist die Akzeptanz in der Schule seitens der Schüler. Also ganz offensichtlich machen Schüler begeistert mit, aber wie viele sind das dann? Sind es diejenigen, die du sowieso als Klassenlehrer oder einfach nur als Lehrer sowieso unterrichtest, weil du an die näher rankommst? Oder sind es auch Schüler aus der Parallelklasse? Und wenn du so einen Prozentwert mal, macht das jetzt jeder Zehnte oder jeder Zweite ausschließlich Jungs? Da sind auch Mädchen dabei. Aber mal so, wie ist so die Akzeptanz? Ja. Also es kommt wie immer so ein bisschen auch auf die Werbung drauf an. Also ich sag mal, als Vorbild oder als Lehrkraft hat man schon die Möglichkeit, mit seiner Ausstrahlung, mit seinem Wissen und so weiter, die Schüler auch, wie soll ich sagen, wie kleine Leuchttürme zu entzünden. Und mir fällt es dann schon auf, dass man, ich rede halt gerne natürlich auch in meinem Wirtschaftsunterricht dann über Aktien und Unternehmen und dann hören die Schüler dann schon genau zu, was ist denn das? Und das spricht sich ja auch relativ schnell rum. Und wir haben damals ja mit der Börsenclub AG mit vielleicht 5 Leuten oder 10 Leuten angefangen. Und aktive Mitglieder haben wir in der Börsenclub AG jetzt aktuell in dem Jahr, sind es so 45. Die mussten auch eine Bewerbung an mich schreiben, dass sie auch aufgenommen wurden. Das heißt, sie mussten auch 2 Arbeitsaufträge noch dazu machen. Das haben wir brav gemacht. Wir haben auch viele ehemalige Schüler noch bei uns, die jetzt schon studieren, die häufig eben noch dabei sind, die weiterhin auch Mitglied sind. Und das heißt, wir haben an unserer Schule so ungefähr 850 Schülerinnen und Schüler. Das heißt, wir haben so 50, 45 aktive Mitglieder und beim Börsenplanspiel sind 100 Schülerinnen und Schüler aktiv dabei. Und das ist schon eine gute Einheit, wenn es um eine AG geht und da ist eine gute Akzeptanz da und sehr große Freude. Und man merkt schon, dass die Lehrkraft, also in meinem Unterricht, ich unterrichte ja Wirtschaft 10, 11 und 12 auch in der Oberstufe, da merke ich schon, dass ich durch mein Auftreten oder durch die Kommunikation mit den Schülern schon auf das Interesse stoße und die Schüler auch direkt anspreche und die dann auch Lust haben. Und das merkt man schon, aber unsere anderen Lehrkräfte supporten das natürlich auch. Das ist ja ganz klar. Also es ist für mich schon überraschend hohe Akzeptanz. Also ja. Super. Ich denke auch, dass das der Beziehung zwischen Schüler und Lehrer ganz gut tut, wenn man auf einer echten gemeinsamen Interessensebene zusammenarbeiten kann, weil ab und zu, seien wir ehrlich, jedenfalls war es bei mir in der Schule so, war es halt doch auch ein bisschen Zwang dabei, weil Schüler und Lehrer sitzen ja auch, wenn man es nicht wahrhaben will, teilweise ja im gleichen Boot, weil den Lehrplan haben ja beide nicht gemacht. Ne? Ja. Der wird ja vorgegeben durch die Kultusministerien. Ne? Genau. Nee, das finde ich super. Und du wärst ja jetzt auch bereit, also falls der ein oder andere Lehrer zuschaut, oder muss ich unbedingt ein Lehrer sein, Dozent allgemein, in welcher Richtung und wer seine Schüler auch immer sind, die er da belehrt. Würdest du als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wenn man da Interesse hat und auch einfach mal irgendwie starten will und da paar Tipps vielleicht bräuchte? Ja, auf jeden Fall. Also wir können gerne meine E-Mail-Adresse unten dann noch einfügen, wenn das für dich in Ordnung ist. Also ich habe das ja schon gemerkt, indem ich auch mit anderen Lehrkräften ja im Austausch bin. Ich bin zum Beispiel auch Dozent am LI, am Landesinstitut, und die suchen auch immer Leute, die auch mal eine Fortbildung geben. Da habe ich gemeint, wie cool wäre es denn da, wenn man mal eben zum Thema Börsenplanspieler was machen würde. Und da merkt man auch, dass da ganz viele Lehrkräfte jetzt in dem Beispiel für Hamburg Interesse haben, sagen, Mensch, das hört sich doch cool an, das würde ich auch gerne mal machen. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich habe schon 1, 2 Anfragen mal bekommen, auch von anderen Schulen, die gesagt haben, Mensch, das hört sich ja total cool an. Wir sind auf das Video von Thomas gestoßen. Wir haben das gesehen. Wie machst du das denn eigentlich? Wie ist das denn aufgezogen? Und ich würde mich da total freuen, wenn sich da Lehrer, Schüler, Eltern und so weiter melden würden, weil es geht ja wirklich darum, gemeinsam die finanzielle Bildung voranzutreiben und vielleicht auch mal den Unterricht 2.0 voranzutreiben. Das heißt, vielleicht mit Projekten, mit AGs mehr Experten von außen hinzuzuholen, den Unterricht spannend und motivierend zu gestalten. Und das ist doch eine tolle Möglichkeit. Also würde ich mich sehr freuen, wenn da sich Interessierte melden würden. Gerne, ja. Also liebe Lehrer, liebe Eltern, liebe Schüler, Jean-Marie steht zur Verfügung. Ich übrigens auch. Wir kennen uns ja durch den Aktienfinder.
Da bin ich ja Sponsor oder jetzt auch Partner. Ich habe schon ganz vergessen, wie es jetzt genau heißt. Fördermitglied. Kooperationspartner sind wir. Das heißt überall ein bisschen anders. Also ja. Der Aktienfinder ist bei einigen Schulen und auch bei einigen, in erster Linie bei Universitäten. Ich bin da auch gerne bereit. Also wenn da jetzt ein Lehrer zuhört, der was machen möchte, eine Börsen-AG initiieren nach dem Vorbild von Jean-Marie oder es vielleicht auch schon hat, dann kann er mich jetzt hier gerne anschreiben. Und da lassen wir auch gerne als Sponsor eine Aktienfinder-Vollmitgliedschaft springen. Also da, ja, genau. Ansonsten, Jean-Marie, ich habe viele Fragen gestellt. Vielleicht wartest du noch auf die richtige Frage? Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Waren schon gute dabei. Und ganz ohne Skript, gell? Sehr gut. Okay, dann würde ich mich an der Stelle bedanken für deine Zeit. Also ich finde dein Engagement wirklich erste Sahne. Und drück euch die Daumen, dir und deinen Schülern, beim Börsenplanspiel, dass er die vorderen Ränge besetzt. Dann, wir bleiben sowieso in Kontakt. Gruß an die Schüler und bis dann. Tschüss. Vielen Dank, Thorsten. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.